Zivilisten haben Ärger. Ich komme! Da ist der Bus. Ich muss die Leute vor den Symbionten schützen. Hey, ihr Viecher! Hegt euch doch mit mir an! Kann jemand helfen? Hilfe! Die Gegend ist nicht sicher. Wenn ihr nirgendwo Zuflucht findet, steht Feast für jeden offen. Auf dich ist Verlass, Spidey. Miles, wir müssen reden. Wem sagst du das? Überall tauchen Nester auf. Ich schick dir die Koordinaten. Gut. Pass auf dich auf, Mann. Das ist echt schlimm. Harry, ich finde dich, Kumpel. Ich finde dich. Irgendwo. Der Anzug ist kein Alien, oder? Zeit für ein Miles Morales Original, weißt du? 1:1. Sieht gut aus. Was ist los, Mann? Harry hat den Meteoriten. Ich konnte ihn nicht stoppen. Connors meint, wir können ihn nicht retten. Wir müssen... Ich darf ihn nicht verlieren. Nicht nochmal, Miles.
Ich sah mehr, als ich in deinem Kopf war. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Sie wollte dich retten. Sie wollte uns alle retten. Sie hat nie an sich gedacht. Auch nicht, als sie kaum atmen konnte. Wenn May, mein Vater, wenn sie hier wäre, sie würden nicht wollen, dass wir an sie denken. Sondern, dass wir Menschen helfen. Und kämpfen. Harry ist noch da drin. Und wir werden kämpfen, um ihn zurückzuholen. Dann sag an, Coach. Okay. Wir teilen uns auf. Und schwärmen aus. Du findest den Meteoriten. Ich räume das Nest. Alles klar, Spider-Man. Mal los. Ich muss mich beeilen, weiter zum nächsten. Der Countdown kann beginnen. Das hat dich wohl erschreckt, hä? Es muss dir echt wichtig sein, wenn du dich deshalb so zur Wehr setzt. Harrys Stimme. Stimmt. Du hast recht. Ruf an, wenn du fertig bist. Konzentrier dich, Pete. Bitte.
zur Hölle? Wo bin ich? Du bist zu Hause. Henry, bist du da, wo ich hier bin? Geschieht das mit den Leuten, die zu Symbionten werden? Hier bist du sicher. Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf, wo geht es hier raus? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Du, Peter, wir. Ich gehöre hier nicht hin. Du auch nicht, Harry. Komm schon bald. Komm schon. Lass dich von uns heilen. Bring uns später. Das ist der falsche Weg, Harry. Das weißt du. Peter und ich. Wir werden dich retten. Nein, wir werden dich retten. Haley? Was zeigst du mir da? Bitte, komm zu uns. Bin raus. Haley ist in Gefahr. Pete, der Meteorit. Unter der U-Bahn-Station in Harlem, neben der Brücke. Bin unterwegs! Aber warte auf mich, Mann! Harry, er ist hinter dir her! Ich muss zu Haley, warte auf mich, ja? Wow, langsam! Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Habe eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist dort? Ich mein's ernst, Pete! Gib mir 10 Minuten. Du schaffst das nicht allein. Gut, ruf an, wenn du fertig bist. Sorry, Miles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Da ist der Eingang zur U-Bahn. Bestimmt hat Miles recht. Und der Meteorit ist dort. Ich muss nur die Brücke freiräumen. Bleibt alle in euren Autos. Ich lasse sie nicht an euch ran. Harry! Ich weiß, du bist hier! Du hast uns gefunden. Ja, ich bin hier, Kumpel! Hilfe! Ich weiß! Halt einfach durch! Ich komme! Schon! Sie kommen aus dem U-Bahn-Tunnel! Der Meteorit muss unter der Erde sein! Dannen! Bitte, rede mit mir! Ich muss in die Tunnel, aber ich kann die Leute nicht zurücklassen! Harry! Kannst du mich hören? Ich finde dich, Kumpel. Ich komme!
So, der U-Bahn-Tunnel. Hey, ist alles okay mit Haley? Noch nicht. Aber du schuldest mir noch ein paar Minuten. Halt durch! Haley! Nein! Was machst du denn hier? Ich wollte dich retten. Du bist unglaublich. Ich mag dich so sehr. Und ich glaube, du magst mich. Möchtest du ausgehen? Auf ein Date? Ist das ein Ja? Ist es ein Date? Wenn das hier alles vorbei ist. Pete! Bin unterwegs! Pete? Harry, hinterlass deine Nachricht. Hey, Kumpel. Ich habe mit Dr. Connors geredet. Er meinte, dass es zu spät für dich ist. Aber ich weiß, das stimmt nicht. Harry, ich hab's verbockt. Ich war furchtbar zu dir. Dein Traum, unser Traum, die Welt zu heilen. Es tut mir leid. Ich will dir helfen, Harry! Nein. Spider-Man, wo bist du? Bist du da reingegangen? Du hattest recht. Es muss hier sein. Er muss. Sorry, ich konnte nicht. Ich weiß, Mann. Ich suche einen Weg rein. Alles wird gut. Es wird alles gut. Kumpel, ich brauche nur den Meteoriten, okay? Miles, ich sehe keinen Stein. Nicht? Warte, ich bin gleich bei dir. Danke für die Hilfe, Pete. Wir möchten dir etwas zeigen.
Was hast du? Wir sind geheilt. Endlich verheilt. Das können wir allen schenken. Aber wir brauchen dich bei uns, Pete. Die Welt heilen. Gemeinsam. Hey, Bro! Nicht cool. Wir müssen hier weg. Alles okay, Mann? Wir müssen MJ anrufen. Ich weiß, wo der Meteorit ist. MJ, wir müssen uns alle bei Mays Haus treffen. Was ist da draußen los? Der Meteorit, in dem der Symbiont steckte. Er verwandelt damit die ganze Stadt. Ich weiß, wo er ist. Und wir stehlen ihn. Zeit für einen Schlachtplan. Bin dabei. Bis gleich zu Hause. Ich flehe Sie an. Bleiben Sie zu Hause. Verschließen Sie die Türen. Verrammeln Sie die Fenster. Vertrauen Sie niemandem. Die Stadt wird von erstickenden Ranken überzogen, die aus dem Boden wachsen und Kreaturen aus der Hölle selbst hervorbringen. Sie fangen uns, verwandeln uns und wollen uns übernehmen. Lassen Sie das nicht zu. Während die Regierung untätig bleibt, suchen meine treuen Hörer in allen Foren nach möglichen Schwächen dieser Kreaturen. Wir werden uns verteidigen. Wir wissen, dass wir nicht auf die Spider-Man zählen können. Wenn die Geschehnisse der letzten Wochen eins bewiesen haben, dann, dass die Helden alles nur noch schlimmer machen. In der Zwischenzeit passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie wachsam. Wir schaffen das. New York, gebt nicht kampflos auf. Und ich werde da sein. An Ihrer Seite. An vorderster Front. Viel Glück. Auf dass wir alle das morgen erleben.